Genau. So. So, hört man mich gut? Okay, so nach anfänglichen Schwierigkeiten, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Und zwar in meinem Vortrag geht es darum, wie man mit metaphorischen Beispielen, also bewusst nicht Metaphern, komplexe und abstrakte Sachverhalte erklären kann. Bei mir, da ich Designer bin, geschieht es halt hauptsächlich mit Bildern. Genau, und da werde ich jetzt noch näher drauf eingehen im Vortrag. Genau, mein Name ist Melich Bilge. Ich bin Designer und habe in Mainz Kommunikationsdesign studiert. Das ist natürlich ein kleiner Witz, mit hätte ich Geld verdienen wollen, hätte ich was anderes studieren müssen. Genau, ich wohne derzeit in München und arbeite und lebe dort und habe selber 7 Jahre ungefähr in Mainz gelebt und war selber, 3 Jahre von Anfang an bei Peng mit dabei und freue mich deshalb umso mehr, heute hier stehen zu dürfen und wie sich das Peng auch verändert hat, freut mich auch sehr und dass es so professionell geworden ist. Genau. In meinem Vortrag habe ich, wie gesagt, geht es um die Metapher, also ums Übersetzen von irgendwelchen Sachverhalten, Ideen, Ereignissen in Bildern. Und das ist so das Hauptmotiv eigentlich, das sich durch meine Arbeiten zieht. Und die Metapher ist eigentlich das hilfreichste Werkzeug, um ja, im Design, jetzt meiner Ansicht nach, genau, und das findet hauptsächlich in Form von Piktogrammen bei mir statt. Zum Beispiel sieht man da ein Firewall-Icon zum Beispiel. Das beschreibt ja auch eigentlich einen komplexen Prozess, also der Internet-Firewall, dass die bestimmte Sachen durchlässt und also bestimmte Sachen halt abblockt. Ich bin eigentlich hauptsächlich im Animationsbereich unterwegs. Der Alex hat den Film ja auch angekündigt. Das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Film. Es war ein Teil meiner Diplomarbeit, der betreuende Professor ist sogar lustigerweise hier. Und den Film lasse ich jetzt einfach mal ablaufen. Another milestone followed with the development of the French network Cyclades. Since Cyclades had a far smaller budget than ARPANET and thus also fewer nodes, the focus was laid on the communication with other networks. In this way, the term Internet was born. Genau, also hier kann man sehen, dass auch, dass man mit Metaphern halt ganz einfach auch im Film erklären kann, wo es eine ganz besondere Anwendung hat. Ich kann leider meine Interface-Arbeiten aus Verschwiegenheitsgründen jetzt hier nicht zeigen, deshalb zeige ich diesen lustigen Mann mit seinem ersten grafischen User-Interface, also es ist das vom Computer Xerox Star 8010, das war sogar vom Apple. Und das ist zum Beispiel schon eine beispielhafte Metapher oder ein metaphorisches Beispiel. Es ist nicht mehr jetzt nur ein Mülleimer zum Beispiel, der dafür steht, dass dieses Dokument jetzt gelöscht wird, sondern es ist eine ganze Welt, eine Referenz zum eigenen Schreibtisch. Und dadurch kann man halt durch erlernte Metaphern Referenzen in diesem Kommunikationssystem halt schaffen. Also der Mülleimer ist für Dokumente löschen. Eine Datei ist dann ein Blatt Papier, die übereinander liegenden Fenster sind auch wie Papiere, die man auf dem Schreibtisch liegen hat. Genau. Und es dient einfach dazu, ein Gleichnis zu schaffen und diese abstrakte Welt, also diese Computerprozesse einfach für den Nutzer begreifbar zu machen. Genau, und da kann man einfach auf Vorwissen zugreifen, das ist der Vorteil von der Metapher, dass man sich schon irgendwas darunter vorstellen kann. Also wenn wir auch Leuten etwas erklären, dann sagen wir auch, das ist im Prinzip das Gleiche wie. Und anhand dem Beispiel, das diese Person schon kennt, kann man einfach eine Referenz schaffen. Genau. Das hebt halt die Metapher von dem metaphorischen Beispiel halt ab, weil das metaphorische Beispiel halt eine ganze Welt an Querverweisen und zusätzlichen Metaphern schafft. Also ganz bekannt ist der Computervirus zum Beispiel, ist ja auch was sehr Abstraktes eigentlich, aber mit einem Virus weiß halt jeder, okay, das ist nichts Gutes und für meinen Computer ist es dann natürlich auch nichts Gutes und es tut dann, da kann man auch wieder ganz viele Querverweise schaffen und daraus dann später auch ein Kommunikationssystem entwerfen, um die Welt des Computerviruses zu erklären. Genau, was kommt jetzt?
Genau, und jetzt möchte ich anhand einiger Arbeiten ein paar metaphorische Beispiele auch zeigen. Das sind jetzt zwei Filmausschnitte aus einem Film, den ich für einen amerikanischen Computerhersteller und Softwarehersteller gemacht habe, der Computer und Software entwickelt, die besonders gut mit Wahrscheinlichkeiten umgehen können. Und das ist jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, wie so ein normaler Rechenvorgang im Computer abläuft. A computer can be thought of as a machine that executes a set of instructions that tells it how to transform inputs into outputs. Also das ist jetzt zum Beispiel keine Metapher, die man aus dem Alltag kennt, jetzt wie ein Virus, den jeder schon mal erlebt hat, gesehen hat man ja wahrscheinlich noch nicht. Und zwar ist es jetzt ein abstraktes Beispiel, aber jeder kann mit diesem Prozess so von einem Fließband was anfangen und so einem stupiden Vorgang. Ein Computer macht eigentlich nichts anders. Und das Gute an der Animation ist zum Beispiel, dass man da noch die Zeit hat, also es hebt sich von einem Piktogramm ab, da hat man wirklich nur diese eine Metapher, die eine Bedeutung und man hat nicht die Zeit und man kann den Nutzer, wollte ich jetzt sagen, Nutzer ist ja nicht, den Rezipienten nicht so dadurch leiten, dass man halt sagt, okay, das ist das und man kann halt wirklich in Schritten alles aufbauen und auf das Vorwissen, das man dann schon beigebracht hat, wieder aufbauen. Das finde ich ganz spannend eigentlich an der Animation, deshalb ist es so eigentlich mein Hauptmedium, in dem ich arbeite. Natürlich geht es auch im interaktiven Bereich sehr gut, dass man da auch den Nutzer führen kann und gibt es auch diverse Konzepte, auch nicht metaphorische, wie man da halt beibringen kann und führen kann. Genau, jetzt kommt ein bisschen komplexeres Beispiel, da erklärt mich Simulation und Inferenz, also die Annahme oder die Annahme, das wird man dann gleich sehen, was das bedeutet. Und es dauert circa eine Minute und es ist ein bisschen wegen den englischen Fachbegriffen vielleicht jetzt schwer, aber ich denke, da kommt man ganz gut durch. In a simulation, the machine starts with some background assumptions. It takes as input a configuration of the world and produces as output an observed trajectory. Simulation is easy because the machine is executing its instructions in the same direction as the process it is modeling, from causes to effects. Inference is the reverse problem. The machine starts with the same background assumptions but takes as input an observed trajectory and produces as output a configuration of the world that explains it. Here, the machine has to go from effects back to their probable causes. But one of the common challenges in making inferences about data is that there are usually many plausible explanations for a particular output. In other words, there is fundamental uncertainty about which explanation is correct. This uncertainty is a central issue when explaining and interpreting data. It is so prevalent that we cannot expect absolutely certain answers about data, but we can aim for good guesses that incorporate as much knowledge as possible. Genau, also das ist eigentlich ein ganz komplexer Prozess, also gerade die Schlussfolgerung oder die Inferenz wieder. Als ich da das erste Mal mit dem Kunden zum Beispiel telefoniert habe, habe ich erst mal gedacht, was, wie bitte, das sind alles Leute, die irgendwie Neurowissenschaften studiert haben oder Informatik, ich bin Designer und musste das erst mal verstehen, aber vielleicht ist es auch ganz gut, weil man das aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht. Also wenn man den Text jetzt allein hören würde, würde man wahrscheinlich echt gar nichts kapieren, aber sowas hilft dann einfach mit einem ganz einfachen Beispiel, also wie jetzt das mit dem Pac-Man, dass man einfach auch als Laie, sage ich mal, das soll auch eigentlich Investoren ansprechen, dieser Film, dass die einfach erkennen, okay, man muss das nicht im Detail kapieren, aber ich weiß, um was es geht und es ist ja eine große Sache und da können wir rein investieren zum Beispiel und und ich gehe da eigentlich immer so vor, dass ich erstmal die Rahmenbedingungen von dem Thema analysiere. Und das probiere dann zu abstrahieren und dann natürlich auch probiere so zu übertragen, dass es dann auch der es verstehen soll, verstehen soll. Aber da gehe ich nochmal genauer drauf ein, das ist eigentlich so der Knackpunkt von dem Vortrag. Und es gibt ganz viele Quellen und theoretische Texte darüber, was Metaphern sind, wie Metaphern klassifiziert werden,
super tolle metaphorische Beispiele, aber es gibt eigentlich so gut wie keine richtig gute Anleitung oder sowas, wie man selber auf Metaphern kommen kann, also und eigene Metaphern entwerfen kann und nicht nur auf schon vorhandene Metaphern zugreifen kann. Genau, und das kommt aber gleich, genau. Davor gehe ich erstmal darauf ein, was eigentlich eine gute Metapher ausmacht. Das Wichtigste ist eigentlich, dass das Publikum die Metaphern kennen sollte, sonst versteht sie natürlich nicht. Und den Querverweis, es kann dann entweder aus dem eigenen Leben sein oder es kann eine abstrakte Metapher sein, wie wir vorher mit der Maschine gesehen haben, wo der Ball durchgeht, der zerschnitten wird. Genau, und es sollte möglichst ein interessantes oder je nachdem lustiges Beispiel sein. Und schon die nächste. Genau. Das Beispiel sollte stark vereinfacht sein, sodass die Reibungspunkte in der Transferleistung halt nicht gestört werden, dass man wirklich sehr einfach verstehen kann, um was es geht, ohne dass man unnötige Effekte dazu macht. Oder bei mir sieht man es ja auch, dass ich sehr selten Farben benutze, ganz akzentuiert, außer ich mache jetzt für ein Unternehmen, die das im Corporate Design haben wollen. Da geht es meistens nicht anders, aber glücklicherweise gibt es halt noch Kunden, die dann sagen, okay, uns geht es jetzt nicht um unsere Marke zu pushen, sondern es geht darum, wie jetzt der Hersteller, der wollte auch nicht sein Produkt erklären mit den Inferenzen, sondern wollte einfach erstmal das Thema erklären, weil in dem Bereich gibt es einfach noch nichts. Genau, das Beispiel sollte möglichst eine große Welt an Metaphern liefern, dass man nicht hin und her springen muss und jedes Mal eine neue Metapher erfindet, sodass man das anhand jetzt zum Beispiel dieses Pac-Man-Beispiels auch an einem Handlungsstrang durchziehen kann. Genau. Am besten, oder das ist nicht am besten, nur wenn es wirklich geeignet ist, dass man schon gängige oder erlernte Metaphern benutzt, aber zum Beispiel auf eine Glühbirne für eine Idee kann man ruhig verzichten, weil das eigentlich nur, kommt auch noch als Punkt nachher, dass man das halt als, ist eigentlich nur eine Visualisierung, aber es erklärt nichts und es gibt gar keinen Mehrwert, es ist einfach nur das Wort, das blind halt visualisiert wird. Genau, und das ist auch das Gleiche eigentlich wie stark vereinfacht, sodass man unnötige Elemente weglässt, weil es vom eigentlichen Inhalt halt ablenkt. Genau, und diesen Punkt hatte ich ja schon erwähnt, es soll einfach kein bloßer Ersatz für ein Wort sein, aber das ist eigentlich sehr wichtig, weil es muss eigentlich immer einen Mehrwert bieten, wie auch in der Werbung, dass man nicht das zeigt, was oder das schreibt, was im Bild zu sehen ist, sondern dass es am besten eine Symbiose halt aus diesen zwei Elementen gibt und dass es nicht eine unnötige Wiederholung ist von dem, was wir schon hören oder sehen. Genau, und das ist eigentlich das Schwierigste. Wie kann man jemandem sagen, was wirklich, also wie man eine gute Metapher findet. Und das ist jetzt auch eher so eine Stichpunktsammlung, aber es ist, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen aufgeschrieben, wie ich da rangehe und ich hoffe, es hilft Leuten, die mal später irgendwelche Metaphern für irgendeine Präsentation oder einen Film oder was auch immer erfinden müssen. Also das Wichtigste ist bei mir mal, dass ich wirklich das Konzept verstehe, auch bei diesem Inferenzbeispiel jetzt zum Beispiel, da habe ich 4 Stunden mit dem Kunden telefoniert und der hat mir wirklich bis ins Detail erklärt, wie das alles funktioniert. Ob ich das dann alles wiedergebe, ist unwichtig, aber im Grunde genommen muss ich das Thema erstmal selber wirklich bis ins Detail verstehen. Da hilft es auch einfach, zusätzliche Quellen dazu zu lesen oder was das Wichtigste bei mir ist eigentlich, das Thema dann wirklich durchzugehen und dann kleine Scribbles dazu zu machen, wirklich das schon mal eine Transferleistung selber zu haben, um das Geschriebene einfach in ein Bild umzusetzen, damit ich selber schon mal wirklich drüber nachgedacht habe und ich denke, ich habe es gelesen, ich verstehe es, aber ich könnte es eigentlich niemandem wiedergeben. Genau. Da ist auch ganz hilfreich, das Thema einfach mal zu vereinfachen, wirklich eine Struktur erstmal in einem Text zu suchen, wenn man einen Text bekommen hat und nicht selber geschrieben hat. Einfach das runterzubrechen, mit wenigen Worten zu erklären, mit anderen Worten zu erklären. Genau, und einfach da so ein System reinzubringen. Und dann von diesen vereinfachten Worten auch einfach Synonyme abzuleiten, um sein eigenes Gedankenspektrum zu erweitern einfach. Um dann auch später leichter Beispiele zu finden, weil es ist
wie man denkt, wahrscheinlich nicht einfach von jetzt von der Simulation zum Beispiel auf Pac-Man zu kommen oder von, werde ich auch noch gleich zeigen, andere Beispiele. Also das Wichtigste ist eigentlich nachher ein gutes Beispiel zu haben, in dem man das alles reinpacken kann. Ich bin gleich fertig. Oder bin ich schon fertig? Genau. Ja, und aus den Punkten dann natürlich ein Kommunikationssystem zu entwerfen, das in sich funktioniert und auch eine gewisse Zeit durchhält. Und man braucht halt sehr viel Glück, um überhaupt auf so eine Metapher zu kommen. Und wenn man die nicht hat, ist auch Zeit sehr hilfreich. Also wenn man sich lang genug mit einem Thema beschäftigt, dann kommt schon irgendwas. Die Folie werde ich jetzt überspringen oder ich zeige alle auf einmal. Genau, also einfach erstmal... Genau, also einfach erstmal alles schematisieren, dann abstrahieren und dann die Beispiele finden. Leider kann ich nicht eingehen darauf, weil die Zeit drängt. Genau, und jetzt kommt noch ein Beispiel, das nichts mit Computern zu tun hat. Und zwar geht es da um Politik. Das ist wahrscheinlich sogar noch weniger sexy, aber das Beispiel ist eigentlich ganz lustig. In einzelnen Wahlkreisen konkurrieren die Kandidaten um die Erststimmen der Wähler. Jede Partei darf einen aufstellen. Aber auch unabhängige Kandidaturen sind möglich. Jeder Kandidat macht Werbung für sich und seine Partei und präsentiert Themen, die seiner Meinung nach für die Region und für seine Partei besonders wichtig sind. Wer die meisten Erststimmen in seinem Wahlkreis bekommt, erhält ein Direktmandat und kommt als Abgeordneter in den Bundestag. Alle anderen Kandidaten gehen leer aus. Genau, eigentlich auch ein ganz einfaches Beispiel, das ist auch ein Thema, das man eigentlich auch einfacher erklären kann, aber da sind die Zielgruppe halt Schüler und genau, also es ist sehr einfach erklärt und es war auch sehr toll für den Kunden, dass sie dann solche Beispiele auch zum Beispiel annehmen. Das sind ja alles politische Einrichtungen, die dann, sag ich mal, das ist ein Livestream, ich sag nichts. Okay, genau, danke für die Aufmerksamkeit. Um